Hey Leute, was geht ab? Heute schauen wir uns mal zusammen die vier neuen Tinboxen an, die jetzt rausgekommen sind zur LEGO Ninjago Trading Card Game Serie 4. Ihr seht ja schon, es gibt drei Mini-Tins und eine große Tin, die werden wir heute zusammen mal in dem Video öffnen und schauen, was da alles drin ist. Aber bevor wir loslegen, gehen heute auch mal wieder wunderschöne Grüße an Clone Trooper Lego, an Diogo Alves, Mandy Hertling, ProGamer 3000, Adrian Luther, Oni the Dark, Leon Adamo, Plüsch Tierheim, sehr cooler Name, Lego Builder, Sarah Bremer, Morten Dahl und Mr. Gaming 2105. Also an euch alle ganz, ganz liebe Grüße von mir und jetzt viel Spaß bei dem Video. So, und wir starten heute einfach mal mit der großen Tin. Ihr seht ja schon, die kostet 12,99 €. Dafür bekommt man 10 Booster, eine limitierte Goldkarte, die Nummer 8 Mega Power Ninja Team. Dazu noch eine limitierte XXL-Karte von Drachenmeister Kai und noch eine Lego Ninjago Minifigur. Wie gesagt, das alles für 12,99 €. Ich entferne mal kurz die Folie und dann schauen wir uns die Tin mal ein bisschen genauer an. Und so sieht die Box dann aus, wenn wir die Folie entfernt haben. Wir sehen hier die Ninjas, die eben im Land der Drachen und Oni waren, mit Kai, Cole, Saint Jay. Und hier hinten haben wir noch Wu. Im Hintergrund sieht man da noch einen Drachen. Also das Design sieht schon richtig gut aus, wenn das Licht so ein bisschen drauf fällt. Das macht schon ordentlich was her. Und vielleicht erkennt ihr es schon, ich hebe es mal so ein bisschen schräg. Die Ninjas hier und auch der Drache oben, die sind so ein bisschen herausgestanzt. Ich glaube, ja, man erkennt es so ein bisschen. Auch hier unten der Schriftzug Ninjago ist ein bisschen hervorgehoben. Sieht auch so ein bisschen aus, als wenn es hier mit Nieten festgemacht worden ist. Also vom Design her sieht die von vorne auf jeden Fall schon mal richtig gut aus. Hier an den Seiten haben wir dann einmal Firstborn. Das sieht halt auch richtig gut aus. Gerade hier auch mit dem Feuer, das dann auch so aussieht wie ein Drache. Also ein richtig cooles Design. Sehr, sehr schön. Von der Seite haben wir dann hier oben eben Dragon Hunters und nochmal Ninjago Serie 4 Trading Card Game. Das hier ist jetzt aber nicht rausgestanzt, ist einfach bloß aufgedruckt, sieht aber auch richtig gut aus. Und von der Seite haben wir nochmal die Drachenfänger. Also auch richtig gut. Ein cooles Design auf jeden Fall. Von dieser Seite sieht es nochmal aus wie von der anderen Seite und von unten sieht das Ganze dann so aus. Also designtechnisch finde ich die schon mal richtig gut und jetzt öffnen wir die mal und werfen da mal einen Blick rein. Den Deckel kann man ganz leicht abnehmen. Hier sieht man auch nochmal, wie das Vorderbild eben rausgestanzt worden ist. Und jetzt holen wir mal den ganzen Inhalt hier raus. Und als erstes sehen wir hier die XXL-Karte von Drachenmeister Kai. Richtig cooles Design auf jeden Fall. Und ja, wieder eben eine neue XXL-Karte für die Sammlung. Als nächstes haben wir hier dann die limitierte Goldkarte LE8 im Mega Power Ninja Team. Diese limitierte Karte bekommt ihr jetzt bloß in der großen Tin eben. Und hier haben wir eben auch die Ninjas abgebildet, die dann im Land der Drachen und Oni waren. Also ja, angelehnt eben hier an das Coverbild so ein bisschen. Hier fehlt halt eben bloß Sensei Wu, aber auch ein cooles Design. Die Karte hat auch sehr starke Werte hier unten. 106 in der Power, 105 hier drüben. Also ja, auf jeden Fall eine starke Karte und die Limits sehen sowieso gut aus, wie ich finde, mit dem goldenen Rand. Also ein cooles Design. Machen wir das mal so. Dann haben wir hier noch 10 Booster. Die werden wir natürlich auch noch öffnen. Die sind dann hier nochmal in so einem Plastikschuber. Und hier mal dann die Booster. Die werden wir noch öffnen. Und darunter sieht man dann noch die Minifigur. Das ist in unserem Fall dann die Limited Edition von Jay. Ich weiß nicht, ob es verschiedene Minifiguren geben wird, aber ich denke mal schon. Und wir haben hier eben Jay. Okay, dann öffnen wir als nächstes mal die 10 Booster, die mit dabei gelegen sind. Ich zeige euch mal kurz hier beim ersten Booster die Verteilung. Also in jedem Booster sind dann 5 starke Sammelkarten enthalten. Die Serie besteht aus 252 Karten und hier seht ihr eben nochmal die Standardkarten und die Spezialfolienkarten. Und wir öffnen jetzt mal den ersten Booster und schauen mal, was wir hier drin haben. Es geht los mit der Basiskarte von Ronin. Dann haben wir hier krasser Kilo. Das hier ist ein Puzzleteil. Das hier ist ebenfalls nochmal ein Puzzleteil und hier haben wir eine Spezialfolienkarte von böser Maulkorbjäger. Das war Booster Nummer 1. Machen wir weiter mit dem nächsten. Hier haben wir den Eisenbaron vorne drauf und mal schauen, was wir drin haben. Hier haben wir die Basiskarte von Heavy Metal. Dann haben wir Knochenbrecher. Das hier ist eine Aktionskarte. Nunchakus des Blitzes. Der Erddrache, ein Fahrzeug. Und hier haben wir nochmal eine normale Spezialfolienkarte von böser Garmadon. Und ich finde die Karten einfach richtig gut. Auch die normalen Spezialfolienkarten sehen von dem Effekt her schon richtig gut aus. Und natürlich, wenn Garmadon drauf ist,
Garmadon ist einfach ein cooler Charakter, von daher passt das alles. Hier haben wir jetzt eine Kristallkarte, wütender Scalidor, auch ja, ein schönes Design, muss ich sagen, von diesen Kristallkarten. Hier haben wir sogar zwei im Booster, wütender Pythos ist ebenfalls eine Kristallkarte. Dann haben wir Handstand, Aktionskarte, Spinjitzu, Garmadon, ein Fahrzeug und noch eine Spezialfolienkarte. Also hier hatten wir jetzt drei Powerkarten, kann man sagen, in einem Booster. Das hier ist böser, zerknautschter Jäger. Du kommst mal hier hin, weiter geht's mit dem nächsten Booster. Hier haben wir Kai und Firstborn vorne drauf. Und hier starten wir mit einer Aktionskarte, Leuchtspinsitzu-Wirbel. Dann haben wir Stolzer Sane Basiskarte, Felsatem Aktionskarte. Das hier ist ein Puzzleteil und ihr habt es vielleicht schon gesehen. Hier haben wir eine Ultraduell-Karte von Ultraduell Harumi. Und ich finde diese Ultraduell-Karten vom Design her richtig genial. Mit ja, diesem Feuerwerk-Hintergrund, wie ich es nenne. Also das sieht schon richtig gut aus, wie an Silvester, wenn hier eben so richtig das Feuerwehr abgeht. Und die Karten sind auch richtig gut. Also Harumi hat hier einen Angriffswert von 100. Ein Abwehrwert von 105. Also die Karten könnten wir auf jeden Fall mal für ein Duell verwenden, weil die halt ja richtig starke Werte haben. Weiter geht's mit dem nächsten Booster. Hier haben wir Garmadon und Harumi vorne drauf. Und mal schauen, was wir drin haben. Hier haben wir auch unsere erste Spielregel. Die sieht dann so aus. Die lege ich mal zur Seite. Die braucht man nicht. Dann haben wir Tinivu, die Basiskarte. Immer wieder eine sehr, sehr schöne Kristallkarte, wie ich finde. Und zwar Pale Man, Meister des Lichts. Sehr schön, du kommst dahin. Dann haben wir Ninjago Lloyd Aktionskarte. Das hier ist nochmal ein Puzzleteil. Da sieht man den Eisenbaron. Und die Karten sehen auch richtig genial aus. Das sind die Doppeldrachenkarten. Oben haben wir dann immer einen Drachen und unten eben noch den Drachenmeister. Hier haben wir den Eisdrachen. Unten wäre dann eben noch der Sane. Ah, das sieht schon richtig gut aus. Also das sind auch somit meine Lieblingskarten. Weil die halt ja vom Design auch wieder richtig gut sind. Die lege ich jetzt mal hier unten hin. Dann machen wir weiter mit dem nächsten Booster. Also bis jetzt bin ich auf jeden Fall mit der Ausbeute schon richtig zufrieden. Weiter geht's hier mit Stolzer Cole, Basiskarte. Wütender Knuckle, die nächste Kristallkarte. Kommt dahin. Dann haben wir hier nochmal einen Teil von dem Puzzle. Hier mal Kickboxen, eine Aktionskarte und noch den Mächtigen oder der Mächtige Oni-Titan oder Oni-Titan. Wieder eine normale Spezialfolienkarte, die kommt dahin. Weiter geht's mit dem nächsten Booster. Hier war Lloyd vorne drauf und drinnen haben wir einmal hier glücklicher Darius. Ich mag Darius irgendwie. Dann haben wir Ninja Jay. Das hier ist Spinjitzu Wu, ein Fahrzeug. Eine Aktionskarte haben wir hier unter Beobachtung. Und noch eine normale Folienkarte oder Spezialfolienkarte mit Power Jay. Sehr schön, die legen wir mal dahin. Drei Booster haben wir noch aus der großen Tin. Die seht ihr ja hier im Hintergrund noch. Also das Design ist schon richtig gelungen, muss man sagen. Hier haben wir jetzt die nächste Basiskarte, hinterhältige Harumi. Dann haben wir krasse Ultraviolet, Mano Aktionskarte. Hier haben wir Kais Feuerbike, ein Fahrzeug und die nächste Ultraduell-Karte mit Ultraduell Arcade. Ja, auch wieder eigentlich ein cooles Design auf jeden Fall. Und auch wieder ein Bösewicht. Vorhin hatten wir Harumi, jetzt eben Arcade. Die kommt hier hin. Dann haben wir noch zwei Booster. Hier haben wir nochmal Harumi und Garmadon vorne drauf. Und hier, oh, die sehen auch so richtig gut aus, diese Kristallkarten mit den Legacy Ninjas, sage ich mal hier, Legacy Jay mit seinen Nunchakus des Blitzes. Ah, das ist auch ein richtig schönes Design. Und hier geht's gleich weiter mit Camille, Meisterin der Form. Auch ja, ein cooles Design und eine schöne Figur. Dann haben wir volle Windel Aktionskarte, ein Puzzleteil. Und noch eine, ja, eine Drachenmeisterkarte von Drachenmeister Jay. Da haben wir hier die XXL-Karte mal zum Vergleich. Das ist zwar Kai jetzt hier, die in der Tin drin war, aber so links sieht man eben, wie die normale Karte aussieht. Und die XXL-Karte sieht man schon, die ist dann deutlich größer. Und damit kommen wir zum letzten Booster. Hier haben wir nochmal den Eisenbaron vorne drauf. Und mal schauen, was wir drin haben. Wir starten auf jeden Fall hier mit einer Aktionskarte. Dann haben wir wütender Knochenbrecher. Ebenfalls nochmal eine Aktionskarte. Dann haben wir ein Fahrzeug, den Blitzdrachen und die letzte Karte aus der großen Tin ist dann Power Nia. Und das war dann mal der komplette Inhalt der großen Tin. Ihr bekommt wie gesagt 10 Booster, eine Minifigur, eine XXL-Karte und noch eine limitierte Karte. Das alles für 12,99 €. Okay, machen wir dann weiter mit der ersten der drei Minitins. Ich habe jetzt hier mal die grüne Minitin genommen mit Cole und dem Erddrachen vorne drauf. Die kostet 7,99 € wie jede der drei Minitins. Hier bekommt man 7 Booster plus noch eine limitierte Goldkarte, die Nummer 10. Starker Lloyd vs. wütender Garmadon. Und auch hier entferne ich mal kurz die Folie.
Dann können wir uns nämlich mal das Design der Dose ein bisschen genauer anschauen. Und ich muss sagen, auch das Design ist richtig ansprechend. Das sieht so ein bisschen aus, als wenn hier ein Drache über die Dose gefahren ist mit seinen Krallen und eben dann das Bild hier so ein bisschen freigelegt hat. Also das, ja, sieht schon richtig gut aus. Und wie gesagt, das ist eben die grüne Tin mit Cole und dem Erddrachen hier vorne drauf. Hier unten haben wir wieder Ninjago Trading Card Game Serie 4, das Zeichen. Das ist aber hier jetzt nicht erhaben, also das ist alles flach, das sieht man auch so, wenn man das so ein bisschen von der Seite anschaut. Von der Seite sieht die Box dann so aus, hier sieht man noch ein bisschen die Kratzspuren ebenfalls von hier unten und hier drüben. Also das sieht schon richtig gut aus, auch hier oben sieht man noch so ein paar nicht so ganz tiefe Kratzer, würde ich mal sagen. Und von der Rückseite sieht die ganze Box dann so aus, also richtig schön, grün ist sowieso eine schöne Farbe. Machen wir die Box auch mal kurz auf und ups, da fällt schon die limitierte Karte raus, holen wir hier auch mal kurz alles raus. So, und hier sehen wir dann mal den kompletten Inhalt der Tin, eben hier drüben die 7 Booster und hier in der Mitte noch die limitierte Goldkarte. Das ist dann, wie gesagt, die LE10, starker Leute versus wütender Garmadon. Auch ein cooles Motiv, muss ich sagen, mit Leute und Garmadon. Von den Werten her ist sie natürlich, ja, wie man es von den limitierten Karten gewöhnt ist, auch richtig stark. 111 hier drüben im Angriff, 101 in der Power und auch noch 90 hier oben im Tempo. Nur hier drüben im Angriff, ja, das ist ein bisschen, oder ist die Karte ein bisschen angreifbar mit 50, aber trotzdem eigentlich noch, ja, ausreichend, um damit trotzdem ein Duell gewinnen zu können. Das ist auf jeden Fall gegeben. Ja, die Karte bekommt ihr dann, wie gesagt, bloß in der grünen Mini-Tin. Und auch hier öffnen wir jetzt mal die 7 Booster. Starten wir mal mit Booster Nummer 1. Hier mal Lloyd vorne drauf. Und mal schauen, was wir drinnen haben. Hier geht's los mit Fröhliche Misako, die Basiskarte. Dann haben wir hier wieder eine Kristallkarte, Wütender Cruncher. Das hier ist Spinjitzu Nia, ein Fahrzeug, Aktionskarte, Kettenknoten und hier geht es doch schon wieder sehr gut los. Aber leider haben wir die vorhin schon bekommen. Ultraduell Arcade, die Nummer 36, also diese Ultraduell-Karte hatten wir gerade schon in der großen Tin. Aber trotzdem, ist immer schön, eine Ultraduell-Karte auf jeden Fall im Booster drin zu haben. Oh, hier geht's gleich los mit einer Drachenmeisterkarte von Drachenmeister Wu. Und hier hinten haben wir noch eine Anleitung, die lege ich auch mal kurz zur Seite. Und mal so hier. Hier haben wir dann Drachenmeister Wu, die Nummer 144. Wieder eine Drachenmeisterkarte. Dann haben wir hier die Basiskarte von Gefährlicher Steinschwertkrieger. Neuro, Meister des Geistes. Wieder eine Kristallkarte. Die kommt hier hin. Saints, Spinsitzu Wirbel, eine Aktionskarte. Und noch Aktionskarte. Wunderbar, du kommst dahin. Und dann machen wir weiter mit dem nächsten Booster. Hier haben wir wieder Lloyd und Garmadon und Harumi vorne drauf. So, und hier sehen wir schon die Spezialfolienkarte von Böse Heavy Metal. Die kommt einfach mal hier hin. Dann haben wir hier auch eine coole Karte, muss ich sagen. Team Schlangen, eben ja mit Scales. Phantom ist es, glaube ich, und Scalidor hier hinten. Also, ja, auch ein cooles, coole Figuren einfach auf der Karte. Dann haben wir Riesensteinschwertkrieger, wieder eine Kristallkarte. Das hier ist ein Puzzleteil. Und dann haben wir hier noch Alles Banane, eine Aktionskarte. Die kommt auch mal kurz hier drüben hin. Machen wir weiter mit dem nächsten Booster. Hier haben wir den Eisenbaron vorne drauf. Und hier haben wir mal keine verdrehte Karte. Schau mal, guck mal, das passt ja hier. Eisenbaron Basiskarte Nummer 89 war in dem Booster, wo eben vorne auf dem Motiv auch der Eisenbaron drauf war. Dann haben wir Anführer Lloyd, die Karte Nummer 3, Basiskarte. Das hier ist auch wieder ein Puzzleteil. Dann haben wir Blitzatem, eine Aktionskarte und, oh, wieder eine von diesen, ja, Doppel-Drachenkarten. Und zwar, wie vorhin schon erwähnt, also oben ist immer der Drache und unten eben der Drachenmeister. Hier ist, in diesem Fall ist es eben Kai, der gehört dann zum Feuerdrachen. Sehr, sehr schön. Du kommst mal dahin. Dann machen wir weiter mit dem nächsten Booster. Hier haben wir Lloyd wieder vorne drauf. Und drinnen haben wir wieder eine, ja, von den Legacy Ninjas, und zwar Legacy Nia, wieder mit diesem Kristalleffekt. Sehr, sehr schön. Dann haben wir Ninja Sane, Kai, Drachenmeister, ein Fahrzeug. Eisatem, der Mutter der Drachen, Aktionskarte. Oh, und hier noch Ultraduell Lloyd. Passt ja auch wieder. Auf jeden Fall eine, ja, diesmal von der guten Seite eine Ultraduell-Karte mit Lloyd. Das ist die Karte Nummer 4 und ich glaube, hier auf der anderen Seite ist dann Garmadon. Das passt dann auf jeden Fall. Auch wieder 100 Angriff, 106 Tempo, also starke Werte. Und ja, wie schon gesagt, diese Ultraduell-Karten sehen vom Effekt einfach richtig gut aus. Aber eigentlich auch die Kristallkarten. Also von den ganzen Motiven ist das
wie ich finde, eine sehr, sehr schöne Serie. Auch hier die normalen, ja, Spezialfolienkarten sehen halt schon richtig gut aus, hier mit böser Pyto. Wobei Pyto natürlich auch eine coole Figur ist. Also, ja, das sieht schon gut aus. Kommst mal einfach hier hin. Dann haben wir hier auch wieder eine sehr, sehr coole Figur, und zwar Samukai. Wieder als Kristallkarte hier, wütender Samukai. Richtig cool. Dann geht's weiter hier mit wütende Heavy Metal Basiskarte, der Ultradrache ein Fahrzeug und Ranken zerteilen eine Aktionskarte. Und damit kommen wir schon zum letzten Booster aus der grünen Mini-Ten mit Cole und dem Erddrachen vorne drauf. Oh, und hier haben wir auch eine coole Karte. Hier haben wir die, ja, die Bösewichte eben aus der Legacy-Reihe, sage ich mal, mit Samukai, Garmadon, das Ultraböse und Pythor. Sehr, sehr coole Karte. Dann haben wir hier einen Teil des Puzzles, nochmal ein Puzzleteil und noch eine Kristallkarte von Legacy Nier. Ich glaube, die hatten wir vorhin schon. Und der Riesensteinschwertkrieger, ebenfalls nochmal eine Kristallkarte. Das war ein sehr, sehr guter Booster zum Abschluss von der grünen Mini-Tin. Und hier seht ihr nochmal den kompletten Inhalt, eben die limitierte Karte. Zudem gibt es noch 7 Booster. Die Ausbeute, ja, mit der bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden. Gut, dann machen wir weiter mit der zweiten Mini-Tin. Ich habe mir jetzt hier mal die rote genommen mit Kai. Die hat jetzt 5 Booster drin, dazu eine limitierte Karte, die Nummer 11, Teenivu vs. Eisenbaron. Aber dafür bekommt man hier noch eine Lego Ninjago Minifigur. Man bekommt zwar 2 Booster weniger wie jetzt in der grünen Tin, aber dafür eben die Minifigur. Die Tin kostet dann auch wieder 7,99 €. So, ich habe die Folie hier auch mal kurz entfernt, dann können wir uns das Design auch mal ein bisschen genauer anschauen. Und hier ist es ja ein ähnlicher Effekt, sage ich mal, wie bei der ersten Mini-Tin, bei der grünen, wieder so mit den Kratzspuren. Und hier kommt dann eben Kai und der Feuerdrache aus der Tin so ein bisschen raus. Also es sieht schon richtig gut aus. Von der Seite sieht man hier noch die Krallen und auch ein paar Kratzspuren, genauso wie hier unten. Von dieser Seite ebenfalls. Und hier oben hat man dann wieder so ein paar, ja, leichte Kratzspuren, wie wir vorhin schon auf der grünen Tin gesehen haben. Von hinten sieht das Ganze dann nochmal so aus. Und die öffnen wir jetzt natürlich auch mal. Und da starten wir gleich mal, oh cool, mit einer neuen limitierten Edition. Also nicht wie vorhin schon Jay, sondern hier dieses Mal Samurai X. Auf jeden Fall eine coole Figur, das ist gar nicht mal so schlecht. Dann haben wir hier die limitierte Goldkarte LE11 Teenivu vs. Eisenbaron. Die bekommt ihr dann, wie gesagt, bloß hier in der roten Mini-Tin. Und auch hier sind die Werte sehr, sehr gut. 100, 100, 100 und 60. Also das ist auf jeden Fall auch eine gute Karte mit 3 Werten. Ja, genau auf 100. Und dann haben wir hier noch die 5 Booster. Und die werden wir jetzt natürlich auch nochmal öffnen. Bevor wir die Booster öffnen, noch ein kleiner Hinweis. Ihr könnt heute auch wieder bei einer Abstimmung mitmachen. Und zwar, welche Tin euch am besten gefällt. Die Abstimmung findet ihr, wenn ihr rechts oben auf den weißen Kreis mit dem i klickt. Und die Abstimmung ist natürlich wie immer freiwillig, anonym und kostenlos. Und ihr könnt eben auswählen zwischen der großen Tin, der goldenen oder eben einer der 3 Mini-Tins. Und wir schauen jetzt mal, ja, was wir hier in den Boostern drin haben. Ihr könnt natürlich entweder nach dem Design gehen oder nach der limitierten Karte. Das ist ganz euch überlassen. Und wir schauen mal, bin ich schon mal gespannt, welche Tinte am besten abschneiden wird. So, in Legacy Nier, die haben wir heute schon zum dritten Mal jetzt. Auf jeden Fall, ja, schön wieder eine Kristallkarte zu haben. Dann haben wir die Basiskarte Kind Wu, den hatten wir heute auf jeden Fall noch nicht. Handstand kommt mir auch bekannt vor, hatten wir heute auch schon mal. Kaputtes Cockpit, Aktionskarte und oh, auch wieder eine sehr, sehr coole Drachendoppelkarte hier mit dem Erddrachen, der obere Teil. Also das war auf jeden Fall schon mal ein gutes erstes Booster. Machen wir weiter mit dem zweiten. Hier mal Lloyd wieder vorne drauf. Und da geht es los mit Power Kai, die Karte Nummer 19, mit seinem Schwert des Feuers. Dann haben wir hier ein Puzzleteil. Das hier ist Ninjago Lloyd Aktionskarte. Dann haben wir hier noch Krasser Herr I. Und die letzte Karte ist hier Cole's Spinjitzu-Wirbel, eine Aktionskarte. Machen wir weiter mit dem nächsten Booster. Hier haben wir wieder den Kai vorne drauf. Passt auf jeden Fall auch hier zur Tin. Und ja, hier haben wir Drachenmeister Kai. Und in der großen Tin war ja hier von die XXL-Karte dann drin. Das ist die Nummer 138. Und hier haben wir jetzt im Booster eben, ja, die kleine Ausführung davon. Dann haben wir wütender Samukai, den hatten wir vorhin auch schon mal. Legacy Cole, auch eine extrem coole Karte, muss ich sagen. Hier mit seiner Sense der Erde. Richtig gut. Dann geht es weiter mit Windatem, Aktionskarte. Und hier haben wir auch nochmal eine Aktionskarte. Damit haben wir noch 2 Booster. Einmal haben wir hier Garmadon und Harumi vorne drauf. Und wir haben den nächsten guten von den Ultra-Duell-Karten. Und zwar Zane hier mit der Nummer 29.
auch wieder sehr, sehr starke Werte. Du kommst mal dahin. Dann haben wir hier einen Teil des Puzzles. Nochmal ein Puzzleteil. Dann haben wir hier wütender Maulkorbjäger. Und stolzer Lloyd. Karte Nummer 2, Basiskarte. Und damit kommen wir zum letzten Booster. Mal schauen, was wir hier noch drin haben. Ausbeute passt auf jeden Fall. Also da kann man gar nichts sagen. Hier haben wir auch eine sehr, sehr coole Karte. Power Sane, die Nummer 32. Mit den Shuriken des Eises. Kommst mal dahin. Dann haben wir Böser Samurai, die Basiskarte eben von Samurai. Team Garmadons Motorradgang, das hier ist ein Puzzleteil. Und hier haben wir noch Ninjago 10 Aktionskarte. Ja, und das war dann mal der komplette Inhalt der roten Miniten mit Kai vorne drauf. Und damit kommen wir jetzt auch schon zur letzten Miniten und das ist, ich nenne sie jetzt mal die blaue, weil da eben Jay vorne drauf ist. So von der Seite hier ist er eher so ein bisschen bräunlich, aber ich nenne sie in der Abstimmung jetzt mal eben die blaue Tin, weil eben Jay hier drauf ist. Die kostet wieder 7,99 € wie eben jede Miniten. Wir bekommen auch hier 5 Booster, dazu noch eine limitierte Karte, die Nummer 12, Cole vs. Knochenbrecher. Dazu bekommen wir noch eine Lego Ninjago Minifigur, also alles gleich wie gerade bei Kai. Aber hier bekommen wir noch zusätzlich eine weitere limitierte Karte. Welche das ist, das werden wir noch erfahren. Ich glaube, da gibt es wieder 4 verschiedene. Letztes Mal waren es, glaube ich, 4 aus, entweder die 4 aus den Multipacks oder aus den Blistern. Das weiß ich gar nicht mehr genau. Also in der dritten Serie. Wir schauen jetzt auf jeden Fall hier auch mal rein. Aber vorher schauen wir uns natürlich erstmal kurz das Motiv an, ohne jetzt die Folie und ohne den Aufkleber. Wie gesagt, hier mal eben vorne Jay drauf, hier hinten im Hintergrund den Blitzdrachen. Hier sieht man auch überall den, ja, den Blitzatem und die Blitze an den Seiten, also das sieht ja richtig gut aus. Das Design ist auch ähnlich, eben wieder mit den Kratzspuren. Von der Seite sieht das Ganze dann so aus. Von unten sieht man auch noch ein paar Kratzspuren. Ebenfalls hier von der Seite und hier oben haben wir auch wieder so ein paar leichte Kratzspuren. Also auch wieder ein schönes Design. Von hinten sieht das Ganze dann so aus. Und wir werfen da jetzt mal einen Blick rein. So, oh, sehr, sehr schön. Hier haben wir jetzt mal einen Bösewicht als Minifigur. Und zwar den Scooter. Richtig gut. Dann haben wir, aha, hier haben wir jetzt die beiden limitierten Goldkarten. Das ist die zusätzliche hier mit Nia vs. Harumi. Das ist die LE16. Und das hier ist die, ja, die immer drinne ist, Cole vs. Knochenbrecher, die LE12. Wie gesagt, von diesen zusätzlichen limitierten Karten kann sich das Design ändern oder ihr könnt halt verschiedene drin haben. Ich habe jetzt hier Nia vs. Harumi, aber ich denke mal, hier wird es auch wieder 4 verschiedene geben. Ich werde auf jeden Fall nochmal eine weitere von diesen Tins öffnen und dann werde ich mal schauen, ja, welche dann da eben drin ist. Aber ich denke mal, dass es hier auch wieder verschiedene geben wird. Und das hier ist eben die Karte, die immer drin ist, Cole vs. Knochenbrecher. Die bekommt ihr auch bloß, wenn ihr eben diese Mini-Tin für euch zulegt. Das ist die LE12. Und zudem haben wir dann eben noch 5 Booster. Die werden wir natürlich auch noch kurz öffnen. Okay, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, also die zusätzliche limitierte Karte Nia vs. Harumi bekommt ihr noch in einem Blister oder die gab es schon mal in einem Blister. Und jetzt öffnen wir hier mal die, ja, 5 Booster noch. Schauen wir mal. Hier geht es los mit der Spezialfolienkarte von Böse Heavy Metal. Dann haben wir hier Wütende Arcade. Hier haben wir Wütende Acidicus, auch eine coole Karte eben mit dem Schlangengeneral hier. Dann haben wir Fahrzeug der Ultradrache. Und aha, ich sehe nichts. Eine Aktionskarte mit Cole. Dann geht es weiterhin mit dem zweiten Booster. Hier mal den Eisenbaron vorne drauf. Und drin haben wir auch wieder eine sehr, sehr coole Figur. Oder eine sehr, sehr coole Karte. Die haben wir aber vorhin schon gehabt hier. Legacy J. Sehr schönes Design. Dann haben wir Tox, Meisterin des Gifts. Auch ein cooles Design. Hier hinten haben wir schon mal den Eisdrache. Also besser gesagt den unteren Teil hier eben mit 10. Sehr schön. Dann haben wir hier noch ein Fahrzeug und noch ein Teil des Puzzles. Dann machen wir weiter mit dem nächsten Booster. Hier haben wir wieder Lloyd vorne drauf. Und die nächste Ultraduell-Karte. Und zwar hier Ultraduell Garmadon mit der Nummer 5. Vorhin hatten wir schon die 4 mit Ultraduell Lloyd. Also hier haben wir gleich, ja, die perfekt passenden Karten hier eben nochmal rausbekommen. Auch auf jeden Fall ein cooles Design hier eben mit Garmadon. Garmadon ist so eine, ja, so eine coole Figur einfach. Dann geht es hier weiter mit gewappnete Samurai X Basiskarte, wütender großer Schlangenmeister, das ist wieder eine Kristallkarte, der Jagdheli ein Fahrzeug und Ninjago J eine Aktionskarte, passt auf jeden Fall auch wieder hier zu dieser Miniten. Weiter geht's mit dem vorletzten Booster schon, dann haben wir heute insgesamt 17 Booster geöffnet, das ist auch nicht schlecht. Hier haben wir jetzt
Nee, stimmt gar nicht. 27 Booster waren es, weil in der großen Tin sind ja 10 Booster und dann haben wir 2x5 und 1x7. Hier haben wir auf jeden Fall böser Pythor, du kommst dahin. Dann haben wir cooler Mr. Monster, krasser Nails, eine Basiskarte, Garmadons Macht, Aktionskarte und Ninjago Cole, ebenfalls nochmal eine Aktionskarte. Und damit kommen wir schon zum letzten Booster aus der blauen Mini-Tin, nenne ich sie wie gesagt, weil eben Jay vorne drauf ist. Und mal schauen, das ist wieder ein bisschen dickeres Booster. Könnte sein, dass hier eine Spielanleitung drin ist. Jupp, die sehen wir hier hinten. Spielregeln. Also in jeder Tin war jetzt, glaube ich, mindestens eine Spielregel drin. Dann haben wir hier wütende Eisenbaron, Basiskarte, Knochenbrecher, Basiskarte. Das hier ist ein Teil des Puzzles. Jedenfalls nochmal ein Puzzleteil. Und die letzte Karte ist Powerloid mit der Nummer 7. Gut, und das war mal der komplette Inhalt der blauen Mini-Tin mit Jay vorne drauf. Ihr bekommt eben 2 limitierte Karten plus noch eine Minifigur. In diesem Fall war es eben Scooter. Da bin ich richtig glücklich drüber, weil das eine coole Minifigur ist. Und zudem eben noch 5 Booster. Gut, und das waren dann mal die 4 neuen Tins, 3 Mini-Tins, eine große Tin von der neuen Lego Ninjago Trading Card Game Serie 4. Macht wie gesagt gerne bei der Abstimmung mit, welche Tin euch am besten gefallen hat, entweder vom Motiv oder von den limitierten Karten oder eben halt vom kompletten Inhalt mit den Minifiguren und so weiter. Und ihr könnt mir ja gerne mal eure Meinung zu den Tins unten in die Kommentare schreiben. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das jetzt natürlich kostenlos machen. Gut, und das war's dann mal soweit von mir. Also Leute, macht's gut, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.